jeder die Fragen, die er hatte, beantwortet hat. Wir werden auch aufnehmen. Ich möchte euch bitten, dass ihr damit einverstanden seid. Für diejenigen, die nicht einverstanden sind, kann ich nur sozusagen sagen, dass sie dann an dem Seminar leider nicht teilnehmen können. Wir werden dieses Recording verwenden, um anderen Leuten die Möglichkeit zu geben, um, wenn sie jetzt nicht im Webinar sind, trotzdem die Inhalte mitzunehmen. Also, ich freue mich riesig und wir legen auch gleich los. Kurz mit den persönlichen Vorstellungen. Also, ich bin Philipp Kaufmann, der Gründer von Original Beans und momentan der sogenannte Chairman. Und wenn ich mich an euch in zwei Ideen vorstelle, dann ist die eine die, dass ich wirklich vom Herzen her ein Unternehmer bin. Mich interessiert die Frage, wie man Unternehmen so umbauen kann, dass sie tatsächlich das Interesse der Gesellschaft in erster Linie auch im Auge haben. Also ich bin ein sozialer Unternehmer. Und das Zweite, was ich euch noch mitteilen möchte über mich, ist, dass ich den Naturschutz schon sehr früh in meiner Unternehmerkarriere entdeckt habe und dann 10 Jahre eigentlich für die großen Naturschutzorganisationen in der Welt gearbeitet habe, für den WWF und die Vereinten Nationen. Und mich damit eigentlich in die Genealogie meiner Familie eingereiht habe, die buchstäblich schon seit 7 Generationen sich mit dem Naturschutz beschäftigt. Und es ist eigentlich ganz lustig, weil ich mir manchmal vorstellen kann, dass ich mit meinen Urgroßvätern und Ururgroßvätern rund um einen Tisch sitze und buchstäblich über die Themen, die mich faszinieren und herausfordern, nämlich wie man die großen Wälder dieser Erde schützt. Mit meinen Vorfahren könnte ich mich sozusagen am Tisch über das Thema unterhalten. Und die hätten da wahrscheinlich ziemlich gute Ratschläge, auch wenn sie 1790 irgendwie gearbeitet haben, also vor mehr als 200 Jahren sich mit dem Thema beschäftigt haben. Das ist soweit zu mir. Und der Jan ist jetzt wieder im Call. Jan, du rufst aus Ecuador an. Ja, herzlich willkommen an alle, auch von meiner Seite, wie Philipp schon vorweggenommen hat, aus Ecuador, wo ich mittlerweile seit vielen Jahren lebe. Ich bin bei Original Beans für unsere Projekte und die Impact-Arbeit verantwortlich und auch schon eigentlich seit Anfang an dabei bei Original Beans. War 2010 schon das erste Mal in den damals ganz neu aufgebauten Projekten von Original Beans als Volunteer. Habe danach Lebensmitteltechnologie studiert und eigentlich gleich im Anschluss hat es mich wieder zurückgezogen und lebe seitdem eben hier in Ecuador, von wo aus ich unsere Projekte betreue, unsere Partner unterstütze und sicherstelle, dass wir den Kakao, den ihr in unseren Schokoladen kennt, in der Qualität, die wir brauchen, nach Amsterdam bekommen. Danke, Jan. Wenn man in der Arbeit steckt, in der wir stecken, nämlich Schokolade und Nachhaltigkeit, da werden wir jetzt auch alle drüber sprechen. Und ich denke, zahlreiche von euch stecken indirekt oder direkt auch in diesem Arbeitsbereich. Und dann liest man die regelmäßigen Headlines über das Weltgeschehen, dann kann man manchmal jedenfalls ziemlich pessimistisch sein. Und wir sind es nicht. Wir sind in dem Sinn echt sehr optimistisch, dass wir das Gefühl haben, dass sich die Zeiten ändern, dass es ganz viele Unternehmen, Regierungen, NGOs und engagierte Menschen gibt, die sehr hart daran arbeiten, dass das, was ihr auf diesem Slide seht, stattfindet, nämlich dass wir gemeinsam eine regenerative Gesellschaft bauen können und dass wir das, was wir in den letzten 2 Generationen eigentlich verloren haben an Natur und Naturqualität und natürlich auch zum Beispiel an Klimastabilität, dass wir das wieder aufbauen können. Die Natur kann unglaublich stark zurückkommen, wenn man ihr den Raum gibt. Und da spielt Schokolade echt eine Rolle und kann auch eine Vorreiterrolle spielen. Also wir sind für Net Positive 2030 absolut zu haben und arbeiten da sehr hart dran. Warum Schokolade darin so interessant ist, das zeigt eine etwas komplizierte Grafik, die ich euch aber trotzdem kurz erklären möchte, die nämlich zeigt, dass Schokolade einerseits unglaubliches Potenzial hat, ein Naturretter zu sein und auf der anderen Seite auch ein krasser Naturkiller. Und wenn ihr kurz in dieser Übersicht mir folgt auf die Linie 4, da steht nämlich Chocolate,
Und dann kann man sozusagen in grün sehen, wie ein positiver Impact eines Produkts ausschauen kann. Und wenn man nach rechts geht auf dieser Grafik, dann sieht man rot den negativen Fußabdruck eines Produkts. Und was an Schokolade so auffallend ist, in dieser Reihe von Rindfleisch über Lamm, über Garnelen, Farmed Fish und so weiter, unten Milch und Eier, auch Kaffee ist drauf. Was an Schokolade so auffallend ist, ist, dass die so eine unglaubliche Dehnung hat. Also die kann ganz grün sein, so grün wie kein anderes Produkt, und ganz rot sein, beinahe so rot wie kein anderes Produkt. Und da steht dann auch eine Schokoladetafel, die aus einem entwaldeten Wald kommt. Die hat so viel CO2-Emissionen wie ein Rindfleischsteak. Also das ist wirklich krass, wie Schokolade sozusagen einerseits ein Killer und andererseits ein Retter sein kann. Und wir schlagen uns natürlich ganz stark auf die Seite der Retter, und die Industrie sieht es mittlerweile auch so, aber tut es manchmal noch nicht. Und so haben wir vor mehr als 10 Jahren angefangen, als Firma eben in diesem grünen Bereich eine Pionierarbeit zu leisten, mit dem Motto: Sag, was wahr ist, iss, was klar ist, und bewahre, was rar ist. Das ist ein bisschen ein Remix von einem Luther-Zitat. Und wir gehen wirklich raus, von Anfang an sind rausgegangen in die Welt, haben dort Orte gesucht, die schützenswert sind, und Kakaos, die schützenswert sind, und die in den Markt gebracht. Und wo wir die Kakaos herholen und wie wir unsere Wertschöpfungsketten gebaut haben, wo wir die gebaut haben, das seht ihr auf dieser Karte. Und jede dieser Orte erzählt tatsächlich eine Geschichte. Also vielleicht, Jan, ganz kurz, könntest du die momentan letzte 12 Monate in Ecuador ganz kurz schildern, weil du da lebst. Und es ist nur ein Beispiel, ein kleines Beispiel aus den zahlreichen dramatischen oder weniger dramatischen Geschichten, die wir ständig erleben bei Original Beans. Naja, also ich will jetzt auf die aktuelle Lage im Land selber gar nicht eingehen. Die ist schlecht, lassen wir es dabei. Aber auf unser Projekt in Ecuador, was in den letzten 12 Monaten passiert ist, wir sind weiterhin dran, dort Kakao zu bekommen. Wir arbeiten in Esmeraldas, das ist ganz im Norden von Ecuador. Und dort ist einer der wichtigsten Küstennebelwälder, der sogenannte Chocó, der wahnsinnigen Druck ausgesetzt wird. Wenn wir jetzt die letzten 12 Monate anschauen, wir haben illegale Minenarbeit vor Ort, wir haben illegale große Palmölfirmen, die da reindrücken, und wir haben einen Regenwald, der beschützt werden muss. Aber was jede Umweltschutzorganisation natürlich auch anerkennt, die Bauern, die dort seit Generationen leben, in unserem Fall sind die meisten davon Indigene, von dem Stamm der Chachis, brauchen eben auch ein Einkommen, um in Harmonie mit dem Wald leben zu können. Und Kakao ist da eine wahnsinnig gute Alternative, wenn man Kakao in Mischwäldern anbauen kann, wenn man Kakao sehr einfach biologisch anbauen kann. Und deswegen kämpfen wir weiter darum, den Kleinbauern und indigenen Völkern in Esmeraldas eben über Kakao ein nachhaltiges Einkommen zu verschaffen, sodass sie diesen ganzen Druck von außen standhalten können, was natürlich bei unserer Größenordnung an Firma nicht ganz einfach ist, um ehrlich zu sein. Danke, Jan. Ich hätte dich schon auch gebeten, um die momentane politische Lage in Ecuador zu erläutern. Das ist nämlich ganz interessant. Kakao ist oftmals ein anderes Gewächs, und Coca ist in manchen Gebieten die Alternative. Und wer die internationalen Nachrichten gefolgt hat, der hat gelesen, dass Ecuador tatsächlich in den letzten Monaten eine Ausnahmesituation erlebt, weil da ein großer Drogenkrieg wütet, der sich dreht um Kokain, das nach Europa verschifft wird, und aus einem Hafen, aus dem übrigens auch unser Kakao verschifft wird, genau aus demselben Hafen. Und so findet dann plötzlich innerhalb von eineinhalb Jahren eine riesengroße Krise statt, die national ist für Ecuador, aber die natürlich für uns auch geschäftlich und logistisch echt eine Herausforderung darstellt. Und so gibt es ganz viele Geschichten vom Kongo bis Ecuador. Jede Schokolade erzählt eine und ganz viele Geschichten. So,
Den gehen wir weiter im Text. Mittlerweile sind wir auf jeden Fall Europas führende Kraft-Schokolade und an dem Ende, an dem dann unser Produkt rauskommt, gibt es auch ganz viele Geschichten zu erzählen, aber die sind manchmal weniger dramatisch und trotzdem immer noch sehr interessant, wahnsinnig charismatisch. Die Köche, Bäcker, Eismacher, auch Retailer, mit denen wir zusammenarbeiten, Chocolatiers, all die Handwerker und Foodmacher, die uns echt stolz machen und mit denen wir zusammen ganz viel verändern können. Viele von euch sind jetzt da auch im Call dabei. Ja, und seit gestern ist es offiziell, wir sind wieder die nachhaltigste Schokolade der Welt 2024. Die Chocolate Scorecard ist eine, ja, ist ja keine kleine Verantwortung. Jetzt hat man es mal gemacht, jetzt darf man es auch nicht verlieren. Also es pusht uns schon. Die Chocolate Scorecard ist eine eindrucksvolle Institution, ein dezentrales Netzwerk von NGOs und Untersuchern, die sich echt reinhängen, um innerhalb der Schokoladeindustrie sozusagen eine Vergleichbarkeit herzustellen, so schwierig das ist. Da gibt es ganz große Firmen und kleinere Firmen wie uns. Und mittlerweile sind auch die Supermärkte einbezogen. Also sie haben dieses Jahr auch die Retailer gescored. Und was uns stolz macht, ist, dass wir in allen Dimensionen, es werden 5 oder 6 Dimensionen abgebildet, ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen, die einzige Firma sind, die überall grün sind. Und es ist wirklich toll zu sehen, wie die Vergleichbarkeit für die Industrie auch Firmen beflügelt, um sich zu verbessern. Also es ist ja nicht alles, was momentan schlecht ist, immer schlecht. Und Firmen, die bisher ein unnachhaltiges Geschäft produziert haben, die können sich ja auch im Laufe der Jahre verändern, wenn sie es wollen. Und da müssen wir hinkommen und da muss der Druck von außen kommen. Und da gehört die Scorecard ganz sicher auch dazu. Also, tolles Ding, gute Beflügelung. Und da gibt es aber auch noch andere News. Und Jan, erzähl mal, was die News ist. Vielleicht habt ihr schon gehört von dem, was da gerade im Kakaomarkt stattfindet. Genau, also wir haben uns gedacht, dass wir vielleicht, bevor wir wirklich zu unserem eigentlichen Footprint kommen, noch ein bisschen auf die aktuelle Lage eingehen. Ich glaube, es war mittlerweile auch in Deutschland ziemlich viel in der Presse. Kakao ist auf Rekordpreisen. Was ich dazu spannend finde, ist, dass es letztes Jahr eigentlich so im Juni ungefähr schon losging. Dann gab es große Pressemeldungen im September, als sich der Kakao den 4.000 Euro pro Tonne oder Dollar pro Tonne genähert hat und dann irgendwie große Pressemeldungen über 4.000, so hoch wie noch nie. Ja, heute sind wir bei 8.600. Und was ihr seht, ist, dass eigentlich die ganzen letzten Jahre, also wir haben jetzt hier angefangen bei 2016, aber das geht auch weiter zurück, eigentlich der Kakaopreis immer irgendwo zwischen 2.000 und maximal in den Ausschlägen mal 3.000 Dollar pro Tonne geschwankt hat. Also Original Beans gehört zu unserem Geschäftsmodell, dass wir eben unabhängig von diesen Weltmarktschwankungen immer einen deutlich höheren Preis an unsere Bauern gezahlt haben. Und das war bis letztes Jahr im September auch alles kein Problem. Aber dann hat es eben angefangen, dass dieser Kakaopreis völlig explodiert ist. Wie gesagt, tagesaktuell sind wir heute bei einem neuen Rekord bei 8.600 Dollar. Und die Frage ist natürlich, warum? Und als Antwort in der Presse wird dann erstmal wahrscheinlich gegeben, ja, Ernteausfälle in Westafrika. Die meisten werden wissen, dass fast 75% des Kakaos kommen aus Afrika, der Großteil aus der Elfenbeinküste und Ghana, die beiden Länder zusammenstellen, über die Hälfte der Welternte. Dort war erst Trockenheit, dann Überflutung und dadurch ist einfach die Ernte eingebrochen. Dann sind die Preise hochgegangen bis auf ein Level, das ich nachvollziehbar finde, irgendwo bei 5.000, 6.000 und alles danach ist natürlich Börsenspekulation. Aber wenn man drunter schaut, was das eigentliche Problem ist, dann ist das seit Langem vorhersehbar gewesen. Wenn man einfach chronische Probleme in der Kakaoindustrie hat, die nie behoben wurde. Wir haben auf der einen Seite nach wie vor Sklaverei in Westafrika. Wir haben nach wie vor Kinderarbeit, die auch nicht zurückgeht, auch wenn da irgendwie seit Jahren immer wieder Initiativen gebildet werden. Im letzten Kakaobarometer hatten sie die höchsten Child Labor und Forced Labor Zahlen, die es bisher gab. Und auf der anderen Seite sieht man natürlich, dass die Bauern
immer, man hat das gesehen, von 2016 bis 2023 die gleichen Preise bekommen haben, aber ihre Lebenshaltungskosten deutlich gestiegen sind. Gleichzeitig die Kakaofelder schlecht bewirtschaftet, die Ernteerträge immer geringer geworden sind. Und das führt dann eigentlich zu dem, was hier grün als Environmental Problems genannt ist, nenne ich es jetzt mal Problems, nicht Protection, ist eigentlich, dass man immer mehr abholzt und eben versucht, das auszugleichen mit unnachhaltigen Anbauformen, weil die kurzfristig vielleicht mehr Ertrag geben, wenn man noch mehr düngt und noch mehr Pestizide einsetzt und dann vielleicht noch den letzten Hektar Wald, den man besitzt, irgendwie abholzt und da noch mal versucht, einen Hektar mehr Kakao anzubauen. Und was der das Resultat von dem Ganzen ist, das sieht man hier, und das ist eigentlich Wahnsinn, wenn man sich diese Karten hier mal anschaut. Man sieht hier den größten Kakaoproduzent der Welt, die Elfenbeinküste, und seine Waldgebiete 1990 und 2015. Von dem, was hier 2015 zu sehen ist, das sind die letzten Daten, die wir hatten, ist bis 2024 hat sich es nochmal halbiert. Also da ist eigentlich kein Wald mehr über. Man hat die kompletten Wälder, man hat die Biodiversität verloren und natürlich auch das Potenzial der Natur, sich selbst zu verteidigen gegen neue Krankheiten und eben auch gegen Schädlinge im Kakao, die jetzt zuschlagen. Und deswegen werden diese Preise vielleicht nicht auf dem Hoch von heute, aber voraussichtlich uns noch länger begleiten, dass einfach Kakao in Zukunft nicht mehr so günstig zu haben sein wird, wie wir das die letzten Jahrzehnte gewohnt waren. Jan, kannst du da noch was dazu sagen, was du erwartest, was in dem, im Schokoladenbusiness stattfinden wird? Vielleicht. Also deine persönliche. Prophet? Ja, genau. Nein, ich wollte jetzt weiß nicht ich gerade. Nicht. Also wir werden definitiv eine sehen. Persönliche dass, Prophecy. Persönliche Einschätzung. Also es werden alle Schokoladen deutlich teurer werden und natürlich ist die Auswirkung für die, die bisher sehr günstig eingekauft haben, deutlich schlimmer wie für die, die bisher eh schon gute Preise bezahlt haben. Aber ich denke, dass natürlich dann irgendwann auch der Punkt kommt, wo einfach aufgrund dieser sehr hohen Preise ein bisschen weniger Schokolade gegessen wird und dann die Preise vielleicht auch wieder sinken. Was vielleicht hier noch wichtig ist für alle, die dann immer, also es ist, diese Preise haben ganz unterschiedliche Auswirkungen in verschiedenen Ecken der Welt. Wir haben zum einen in Westafrika, Elfenbeinküste und Ghana von der Regierung gesteuerte Kakaoboards, also wie ein Ministerium, das die Preise an die Bauern festlegt. Die sind nach wie vor unfassbar gering. Also auch wenn ich heute für 8,60 Dollar einkaufe, bekommt der Bauer in der Elfenbeinküste nur 1,66 Dollar. Das ist der von der Regierung festgesetzte Preis. Und hier in Ecuador sieht es ganz anders aus. Hier in Ecuador schlagen diese Preise voll auf den Weltmarkt, auf den Markt durch. Also im Moment zahlen hier Zwischenhändler, die wirklich jeden Mist auf der Straße einkaufen, fast 8 Dollar das Kilo auf der Straße für alles, was sie irgendwo in die Hände bekommen können. Und die Bauern haben überhaupt keine Motivation mehr, irgendwie Qualität abzuliefern. Also es ist auch für den Specialty-Bereich wird schwierig. Ich denke, dass man auch in den Craft-Schokoladen-Läden dieser Welt in Zukunft einfach ein paar Origins für Zeiten nicht mehr sehen wird, weil es einfach nicht möglich ist, überhaupt noch an diese Kakaos zu kommen. Danke. Aber es gibt eine Lösung und diese Lösung ist natürlich Regeneration von dem, was wir schon kaputt gemacht haben, wie Philipp das am Anfang gesagt haben. Ihr seht hier nochmal die Kategorien, die auch wir intern als Original Beans betrachten, aber natürlich hier von der Chocolate Scorecard bewertet. Das ist einmal Rückverfolgbarkeit und Transparenz, dann Living Income, das übersetzt man, glaube ich, nicht. Child Labor, Kinderarbeit, Abholzung und Klima, dann eben das große Thema Agroforestry, also Agroforstwirtschaft, Pestizideinsatz und dann sieht man eben am Schluss noch die Gesamtpunkte. Und da sind eben einige Sachen dabei, die genau in diese Richtung zielen, das nochmal wieder zu richten, was wir bis jetzt kaputt gemacht haben. Mehr Agroforestry, weniger Abholzung, weniger Pestizide, sonst geht's nicht. Und als Original Beans fassen wir das wie jedes Jahr zusammen an einem Chocolate Footprint. Und ja, Philipp, lauf uns vielleicht kurz durch die Daten von 2023.
Ja, für diejenigen, die vielleicht den Chocolate Footprint zum ersten Mal sehen, also es ist, wie gesagt, es ist sozusagen unser Impact- oder Nachhaltigkeitsbericht. Wir haben versucht, ihn relativ einfach zu halten. Es liegt einerseits daran, dass wir es übersichtlich halten wollen für alle, aber andererseits auch daran, dass natürlich die Daten erstmal erhoben werden müssen. Also es gibt sozusagen in dem, was man dann darstellen kann, eine Spannung zwischen dem, was man möglicherweise darstellen möchte und was man dann an Daten tatsächlich zur Verfügung hat. Und wir haben natürlich auch ein Geschäft, das in 8 Regionen in der Welt arbeitet, oftmals in Regionen, die durch die Schokoladeindustrie jetzt nicht die Hauptregionen sind. Das heißt, da sind nicht wahnsinnig viele Untersuchungsbüros und so weiter, die sich jetzt auf den Kongo konzentrieren und wo man dann Daten abfragen kann. Und so haben wir den Footprint organisiert in 5 verschiedene Domänen, die, wie gesagt, der Jan hat schon angesprochen, auch zurückkommen eigentlich in so objektiven Messungen wie der Scorecard, nämlich einerseits die Produktqualität. Wir nennen das kostbar und rein, weil es uns sozusagen um die Wertigkeit des Kakaos geht. Fairness, wilde Natur, Klima und Gesundheit. Und in all den 5 Kategorien haben wir jeweils 2 sogenannte Key Performance Indicators, also Messpunkte, für die wir Daten erheben können. Manche sind sehr statische Daten, andere sind dynamische Daten. Und durch diese Daten wollen wir euch jetzt laufen in mehr Details. Und so sieht es dann für Kunden aus, denn etwas, was wir aufgrund der Database machen können, ist Kunden ihren Footprint ausrechnen aufgrund der Schokoladesorten und der Schokolademengen, die sie von uns abnehmen. Und das hier ist ein Auszug aus dem Footprint von Josef Brot, einer österreichischen Bäckerei, kleinen Bäckereikette. Unfassbar gute Produkte herstellt. Und da sieht man sozusagen 2023 die Zahlen 4.874 Kilo Schokolade gekauft. Und ich kann es jetzt gar nicht so lesen, aber es sind irgendwie unfassbar viele. Jan, kannst du das lesen? Unfassbar viele Früchte, irgendwie 100.000 Früchte. Es sind über 100.000 Kakaofrüchte und es sind vor allem fast 4 Millionen Kakaobohnen, dafür verwendet wurden. Ich finde die Bohnen noch nicht so interessant. Ich finde die Früchte unglaublich interessant, weil da kann ich mir diese Arbeit vorstellen. Jede Frucht muss gepflückt werden, jede Frucht muss geöffnet werden. Also es ist eine unglaubliche Arbeit. 100.000 für einen Kunden. Dann stellen wir da im Gelben das Josef Brot 3 Kakaos und Schokoladesorten abnimmt, die alle 100% pur sind. Wir sorten rein, also wir erklären euch das gleich noch. Dann haben wir hier die Klimadaten, also das sind die Kilo CO2, die Josef Brot pro Jahr netto absorbiert, also sequestriert. Auch da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen im Detail, was das bedeutet. Und Living Income, also die 100% Fair Plus Rechnung, die wir euch auch noch darstellen. Also so schaut es für Josef Brot aus, fantastisch zu sehen. Also jetzt von unserer Seite fantastisch zu sehen, wenn man es umdreht, was ein Kunde da beiträgt an dem Thema Regeneration und dieser Kurve, die nach oben zeigen soll. So, das ist zum Thema Daten. Jan, das du hast gesagt, du möchtest das Foto updaten. Aber ich finde es klasse, man sieht das. Bestimmt schon 10 Jahre alt ist. Ja, ein Jahrzehnt im Wald. Selbst vor 10 Jahren hatten wir unsere Data Collection schon teilweise digitalisiert. Also, es ist natürlich, müssen die Daten reell sein und kommen von unserem Team vor Ort. Wir haben da aus Grundpfeiler die Biozertifizierung, die uns eine Rückverfolgbarkeit gibt bis zu jedem einzelnen Bauern und haben dann quasi mit unseren Partnern zusammen es geschafft, in diese Fragebögen der Biozertifizierer quasi unsere Fragen einfach mit einzubinden, die wir noch zusätzlich brauchen. Und Philipp, einfach mal das nächste Bild. Wichtig ist halt dieser direkte Kontakt zu vor Ort, zu unseren Partnern. Hier ist das Team von IDA zu sehen. Das ist eine NGO, die von Original Beans gegründet und aktuell auch zu 100% über Original Beans finanziert wird, die bei unseren Bauern ist mit Schulungen, mit Baumschulen, mit Honig und so weiter.
Und dank dieser Leute vor Ort bekommen wir dann eben auch die reellen Daten. Ja, genau. Und vielleicht kann man für speziell dieses Team noch sagen, die arbeiten in einem Bürgerkriegsgebiet. Also ich will euch jetzt die gruseligen Details der täglichen Realität in den Dörfern im Ostkongo ersparen. Ihr könnt euch auf Netflix einen fantastischen Dokumentarfilm anschauen, der heißt Virunga. Und da könnt ihr euch das sozusagen das Bild machen. Aber so fröhlich, wie die drauf sind, so fröhlich ist es da manchmal nicht. Und das ist echt neben der harten Arbeit auch immer eine spannende Sache, wenn man in so entfernten und zum Teil politisch komplexen Orten ist, wie dem Ostkongo oder Ecuador in den letzten Monaten. Ja, dann gehen wir also zur Reinheit. Jan, das ist deine echte Passion. Ich finde dieses Foto immer unglaublich schön, weil es ein sehr außergewöhnliches Foto ist eines alten Kakaobaums, der unglaublich viel trägt. Und warum ich das Foto so gern mag, ist, weil man so einfach sieht, dass es ein Obstbaum ist. Also das ist natürlich ein tropischer Obstbaum, aber die Analogie zu unseren Obstbäumen, die fällt mir hier sofort auf. Bei manchen Fotos von Kakao zum Beispiel, wie dem, da war ein anderes Foto, aber da sieht man es nicht so klar. Willst du dazu noch was sagen? Sonst machen wir gleich. Genau, also das ist, was man hier sieht, ist ein 180 Jahre alter Chuncho-Kakaobaum aus Cusco. Und wir können gleich zum nächsten Bild sehen, wobei es natürlich, was man in dem Namen Original Beans ja schon hört, bei uns geht, es geht eben um seltene Kakaobohnen. Und wir sagen 8 seltene Kakaobohnen zurückgebracht, weil einfach viele dieser alten Sorten kaum mehr genutzt werden, kaum mehr nachgefragt werden. Und wenn man halt bei Food irgendwas nicht mehr verwendet und keinen Markt mehr hat, dann stirbt es im Endeffekt aus. Und um genau das geht es bei Original Beans, dass wir eben diese alten Sorten erhalten, statt auf moderne Hybride zu setzen, die immer mehr im Aufwind sind. Also man muss sich das ist eigentlich schon schlimmer wie bei Äpfeln. Auch bei Äpfeln hat man ja im deutschen Supermarkt mittlerweile immer nur noch 3 Sorten rumliegen, die alle auch nicht mehr so wirklich toll schmecken. Bei Kakao gibt es einen Klon, der alles überflügelt, den man hier auf der linken Seite sieht, CCN51, vor 40, 50 Jahren in Ecuador gezüchtet. Mittlerweile macht er in vielen südamerikanischen Ländern bis zu 90% des angebauten Kakaos an, hat aber teilweise große Probleme im Bioanbau. Also das ist auch ein Kakao, der trägt nur viel, wenn man auch richtig viel reinbuttert an Düngemittel und so weiter. Und wenn andere über Sorten sprechen, dann bleibt das im Kakaobereich doch immer sehr vage. Dann hört man oft so Sachen wie, ja, wir haben Criollo. Aber die meisten können es dann irgendwie gar nicht beweisen. Und im Kakao wird schon von Criollo gesprochen, irgendwie, wenn da nur eine genetische Spur an der Form zu erkennen ist. Da sagt dann jemand, okay, ich habe die Frucht gesehen und es sieht aus wie ein Criollo. Wir arbeiten seit 7 Jahren mit Biodiversity International zusammen an genetischen Studien. Was ihr hier seht, sind Genergebnisse aus, erstes ist Arauco, Kolumbien, Criollo, das zweite ist Cusco, Peru, Chuncho und das dritte ist Piura, Peru, Blanco de Piura, alles 3 komplett autonome Sorten, die auch so mittlerweile aufgenommen wurden. Und dann sagen viele, ja klar, das bewerbt ihr ja auch, aber die Realität des Kakaomarkts, das ist halt nicht wie bei Wein, dass es normal ist, dass sortenrein angebaut wird, sondern was man hier sieht, ich habe jetzt einfach mal irgendwelche rausgenommen. Das erste ist ein Ergebnis, wenn ich es richtig weiß, aus Bolivien. Da hat man irgendwie 4 genetische Gruppen gemischt, alte genetische Gruppen, keine modernen, sind alte Gruppen, Aminolado, Ticuña, Scavina und Criollo. Das wäre ein ganz normaler Kakaobaum, das ist die normale Realität. Die nächsten 2, das sind Sample, die ich rausgenommen habe aus Ecuador, was in Ecuador aktuell als national bezeichnet wird und auch so verkauft wird. Und was ihr da seht, ist, dass das einfach ein Mix aus bis zu 8 verschiedenen Sorten sind und teilweise auch keine Ursprungssorten mehr, sondern da eben schon große Spuren. Auf dem ganz rechts sieht man es ganz gut. Ich denke, es ist so ein Drittel CCN51. Das ist, wie gesagt, ein moderner Hybrid aus Ecuador. Dann das rote ist ICS95. Das kommt aus einem Labor in Trinidad. Und dann hat man eben noch ein bisschen National und ein bisschen Criollo.
Und sowas wird halt dann einfach als national verkauft. Und man sagt, ja, die größte Gruppe ist ja national, das passt schon noch. Und eben diese Arbeit hin zu dieser Sortenreinheit, das ist wahnsinnig aufwendig, aber ich denke, es ist wirklich notwendig. Und deswegen eben unser zweiter Punkt, 100% sortenreine Biobohnen. Und Philipp, da vielleicht gleich einfach mal weiter. Zu dieser Qualität hinter Sortenreihen neben der Genetik, da gehört eben noch ganz viel mehr. Und man muss sich das einfach immer wieder vor Augen führen. Das ist die Realität des Kakaomarkts normal. Kakao, der irgendwo auf der Straße getrocknet wird, im Abgas, Dunst Ecuadors, hier auf dem Bild in dem Fall. Nächstes Bild zeigt dann schon die Haufen dieses, die Haufen dieses Kakaos in den Lagerhäusern Amsterdam. Dort wird Kakao gehandelt und behandelt wie Kies. Das ist wie in einer Kiesgrube, da fährt ein Radlader rein, lädt es auf irgendeinen Zug. Und Edelkakao oder die sortenreinen Kakaos, die wir handeln, das ist was ganz anderes. Das geht vor Ort schon los mit einer Sortierung in vielen unserer Herkünfte dieses Bildes aus Tansania, sogar bei Hand, dass einfach jede schlechte Bohne raussortiert wird. Danach wird in Jute Säcken verpackt, sackweise verschifft und natürlich dann auch in Amsterdam jede Herkunft einzeln auf Paletten in Jute-Säcken gelagert, Feuchtigkeit kontrolliert, Temperatur kontrolliert. Also diese beiden Märkte am Konsumkakao und Specialty-Kakao, das ist eigentlich, sind es zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und Philipp, eins weiter. Ein anderer wichtiger Punkt, ich hatte es vorhin schon erwähnt, unsere eigene Datenerhebung beruht eben auch schon auf dem Bio-Siegel. Und ich will das nochmal hier ganz klar rausstellen, wie wichtig das einfach ist. Es ist das einzige Siegel, das eine hundertprozentige Rückverfolgbarkeit zum Bauern darstellt. Das kann Fairtrade nicht gewährleisten, das kann Rainforest nicht gewährleisten. Und es ist vor allem kein privater Anbieter, sondern es ist eine EU-weite Norm. Und wer kontrolliert, sind staatliche Behörden. Das ist was ganz anderes. Aber wir wollen natürlich nicht nur, dass der Kakao einfach aus Versehen Bio ist, das ist er nämlich von vielen Kleinbauern, sondern dass unsere Bauern zu professionellen Biobauern sich weiterentwickeln, so wie hier zu sehen, dass sie eben selber ihre Biodünger herstellen können. Dann gehen wir in die Domäne Fair. Also das war jetzt sozusagen die Bohnenqualität, Reinheit, Auslese, Bioanbau, Nachvollziehbarkeit im Übrigen natürlich. Und jetzt das Thema Living Income. Für diejenigen, die den Begriff noch nicht so, denen der Begriff noch nicht so geläufig ist, in den letzten Jahren hat sich der Begriff Living Income sozusagen in der Industrie etabliert als der Begriff für Minimumeinkommen eigentlich. Also sagen wir mal, das Analoge von Hartz IV. Also man hat sich geeinigt, dass da ein Minimaleinkommen sein muss. Und das ist natürlich unterschiedlich pro Land und eigentlich auch unterschiedlich pro Subregion. Aber zunächst mal wird es hauptsächlich auf Landesebene gerechnet und da wird viel gerechnet, da kommen Statistiken rein. Manchmal ist es so kompliziert, dass man denkt, hey, worüber sprecht ihr eigentlich? Aber um es mal ganz einfach zu halten, dann kann man sozusagen hier sehen, für jeden Unternehmer irgendwie verständlich, und Kakaobauern sind ja sozusagen Mikrounternehmer, die sind keine Angestellten, die haben keine Sicherheiten, die verkaufen was und davon müssten sie die Kosten abziehen und dann bleibt was übrig. Und was ihr hier sozusagen seht, ist diese Rechnung blau und dunkelblau und dann rot. Und das ist die Rechnung, die bei unseren Kakaobauern sozusagen ansteht. Und ihr habt dann rechts davon die sogenannte Living Income Referenz, die sich dann bezieht auf die nationale Living Income Zahl. In dem Fall, Jan, ist es, glaube ich, ein Durchschnitt, aber bin ich ganz sicher. Was denn? Die Living Income Referenz kommt aus?
Genau, also was wir hier sehen, ist der Durchschnitt der südamerikanischen Kakaobauer, also sowohl Verkauf wie auch Produktionskosten und dann eben Einkommen. Genau. Diese Living Income Referenzwerte werden von internationalen Organisationen erstellt, gibt es für jedes Land und teilweise auch wird dann unterschieden zwischen, ob man eben in der Stadt wohnt oder auf dem Land oder für manche Länder gibt es auch Süd und Nord, wenn da das Gefälle sehr unterschiedlich ist. Also das sind nicht unsere Werte, sondern die sind eben ganz offiziell verfügbar. Und neben dem Einkommen gibt es natürlich noch andere wichtige Faktoren, um Bauern, bäuerliche Gemeinschaften zu entwickeln. Ganz viele, ganz komplexe. Manche Dinge tun wir, aber nur in bestimmten Regionen. Das heißt, wir können die nicht verallgemeinern als oder im Footprint. Was wir aber im Prinzip über alle Regionen hinweg machen und unser Team vor Ort auch macht, ist Bauern zu schulen. Davon ein sehr großer Anteil an Frauen, weil wir im Kongo speziell, aber auch in anderen Gebieten einen Nachdruck legen auf die Schulung von Frauen, die ja im Kakao, nachdem es für Kleinbauern ein Familienunternehmen ist, sozusagen sehr aktiv arbeiten. Und da seht ihr die Zahl von beinahe 3000 Bauern. Und so sieht es dann aus. Also das sind jetzt weniger Frauen, das sind mehr Männer. Das war aber Absicht, Schulung. Philipp, weil, ja, ich weiß, weil ich das weiß. Ist eben ein Bild aus Tansania, genau. Wo man so eine Schulung mal sieht, da geht es um Bioanbau, so genau. Biologischen Anbau. Ja. Und dann kommen natürlich erstmal quasi immer die Familienoberhäupter. Und ich wollte, weil man kann jetzt sagen, warum nur 40%? Und bei solchen Schulungen müssen die kommen, die eingeschrieben sind als Genossenschaftsmitglieder. Deswegen sieht man hier nur Männer. Und dann, wie schon Philipp gesagt hat, unsere Trainingsprogramme extra nochmal darauf zuzuschneiden, dass es für Frauen andere Möglichkeiten zur Weiterbildung gibt. Das ist eben nochmal immer ein extra Arbeitsschritt. Deswegen sind diese 40% schon wahnsinnig viel, weil wenn wir uns da nicht reinhängen würden, dann hätten wir in vielen Fällen wahrscheinlich nur 10%. Und da gibt es dann eben, und das sind jetzt Bilder aus dem Kongo, wo man sieht, Frauen, die weitergebildet werden im Nähen von Kleidern aus alternative Einkommensquelle. Das ganz links oben ist nach einem Kurs über den Anbau von Pilzen. Dann machen wir sehr viel im Gemüseanbau, einfach um die Ernährungssicherheit zu verbessern. Und eben rechts unten auch typisch in den Baumschulen. Genau, das sind nochmal extra von Original Beans organisierte Trainingskurse sozusagen, weil die Standard von den Biozertifizierungen, die sind immer sehr, sehr, sehr männlich. Ja, sehr männlich, genau, sehr technisch. In der nächsten Spalte, wenn ihr euch erinnert an den Footprint, steht wilde Natur. Ganz bewusst wilde Natur, weil es uns ja im Naturschutz sozusagen um den Schutz wilder Natur geht. Und wir haben alle unsere Wertschöpfungsketten und Ursprünge ausgesucht nach ihrer Wichtigkeit für den internationalen Naturschutz. Also wenn ihr auf dieser Karte von vorher nachschauen würdet und recherchieren würdet, was und warum wir im Choco oder im Virunga oder im Usungwa Nationalpark sind, dann würdet ihr immer finden, dass es unglaublich wichtige Plätze sind, die es sich lohnt, zu schützen und in denen der Kakao in den, was wir Pufferzonen nennen, rund um diese Schutzgebiete eine unglaublich wichtige Rolle spielen kann. Und so steht da immer wieder die Zahl, das ist eine statische Zahl, weil wir momentan 8 Wertschöpfungsketten haben aus diesen Hotspot-Regenwäldern, die wir versuchen zu schützen und zu regenerieren. Und hier ist die Karte dafür, da gehe ich jetzt nicht weiter drauf ein, aber das kommt alles aus wissenschaftlichen Daten und Wichtigkeitslisten. Wo ich vielleicht darauf eingehen möchte, ist, dass uns das eben auch so weit gebracht hat, dass wir mit indigenen Völkern arbeiten, im Norden von Kolumbien, der Jan hat schon über Ecuador gesprochen, also Gesellschaften, die im Wald leben, mit dem Wald. Und das ist immer ein ganz faszinierendes Erlebnis, um zu verstehen, wie anders Menschen auch in der Natur und mit der Natur sein können. Und es ist natürlich auch ein unglaublich faszinierendes Erlebnis, um zu sehen, dass Kakao da immer eine Rolle spielt. Oftmals auch eine Rolle, um
um einer Tradition eine Identität zu geben. Also ich habe einen Arawako, hier ist ein Foto von einem Arawako auf dem Pferd, hat der Kakao, der Bunsi oder Bunsinchari eine wichtige kulturelle Rolle in der Rückbesinnung auf ihre Tradition. Und unsere Arbeit ist so weit fortgeschritten und das Vertrauen und der Zugang zu diesen indigenen Gesellschaften und Waldgebieten, dass wir mittlerweile 2 Jahren und jetzt aber sehr formell eine neue Organisation gestartet haben, die heißt Sacred Forests. Sacredforests.earth ist die Webseite, in der wir uns unternehmerisch der Frage annehmen, wie man sozusagen die Wälder hinter den Kakaofeldern langfristig schützen kann. Und der Kakao spielt eine Rolle, weil er sozusagen eine ganz praktische Anbindung der Bauern an ein regelmäßiges Einkommen ist. Und dahinter gibt es aber mittlerweile natürlich auch Märkte wie den Klimamarkt und andere Märkte, die möglicherweise Finanzen zur Verfügung stellen, die man mit in dem Fall den indigenen Gesellschaften und Partnern so organisieren kann, dass der Wald stehen bleibt. Sacredforests.earth ist also eine Origin Beans gegründete neue Firma. Agroforstwirtschaft, Jan. Ja, und was natürlich da dazugehört, um diese Wälder zu schützen, ist, dass das Einkommen in den Pufferzonen so nachhaltig wie möglich erwirtschaftet werden kann. Was man hier sieht, ist eben auch wieder von den Arawakos, ein ganz typischer Kakaowald, wie wir das nennen würden, hier in Kolumbien sogar im Nationalpark. Die Arawakos arbeiten mit einer Ausnahmegenehmigung von der Nationalparkverwaltung, weil die sagt, der Kakao ist so nachhaltig angebaut, das ist okay. Und all unser Kakao kommt aus Agroforstwirtschaft in verschiedensten Dimensionen. Also manchmal ist es, Philipp, noch mal ein Bild zurück bitte. Was man hier sieht, ist Ecuador und man sieht schon, von oben sieht es eigentlich aus wie ein Wald. Aber es ist eben der Kakao im Unterholz und der produziert auch so noch sehr, sehr gut. Und man braucht nicht so nächstes Bild, das ist auch wieder Ecuador. So sehen hier mittlerweile die meisten Farmen aus. Das ist sogar von der eigenen Webpage von dieser Farm. Also die werben dann auch damit, dass da wirklich gar nichts mehr anderes steht, außer einfach hunderte Hektar Monokultur, kaputter Boden, keine Biodiversität mehr. Und genau das wollen wir verhindern. Und was ich interessant finde, vielleicht darf ich das, weil das hat mich wirklich fasziniert, wie ich diese Zahlen gesehen habe. Weil natürlich, wenn man die Bilder sieht, dann ist ein Standard-Industriegespräch wäre ja klasse, dass ihr da so grüne Wälder wieder regeneriert und den Bauern, die Bauer dahin erzieht. Aber das ist ja kein Einkommen, weil es keine Produktivität hat. Und die Zahlen, die hier repräsentiert sind, sind Zahlen aus einer peruanischen nationalen Studie, in der Monokultur verglichen wird mit dem Agroforst, den ihr gesehen habt. Also letztendlich die Referenzbilder, die gerade Jan erklärt hat. Und links im leicht grünen wird der Kakaoertrag dargestellt und im dunkleren Grün wird der CO2, also der Klimaertrag, dargestellt. Und was man sehen kann, ist, dass der Kakaoertrag im Agroforst tatsächlich etwas kleiner ist. Also ich glaube, 20% sind es in der Studie. Genau. Weil vielleicht noch als Ergänzung in dieser Studie nur Bio-Landwirtschaft angeschaut wurde. Also wenn man jetzt auf Nicht-Bio geht und hier voll reinbuttern würde, dann kann man die Monokultur schon noch ein bisschen nach oben treiben. Ja, ja, natürlich. Für eine Dauer von 10 oder 15 Jahren und dann ist es eben überhaupt. Sense. Aber der Klimaertrag, der vielleicht auch ein Proxy ist für den Naturertrag als Ganzes, der ist viele Male höher. Und wenn wir uns vorstellen würden, was ja momentan tatsächlich auch die Bewegung ist, dass Klimaertrag auch ein Einkommen schafft für Bauern. Da sind ja auch in der deutschen Landwirtschaft die politischen Gespräche dran und im Kakao auch. Dann würde plötzlich die ökonomische Bilanz ganz anders ausschauen. Dann würde der Agroforst unmittelbar richtig bezahlt werden für den Mehrwert, den er der Gesellschaft, aber eben auch dem Bauern liefert. Und dann wäre Monokultur sehr schnell ad acta. Und so müssen wir das auch machen. Also wir müssen darauf beharren, dass die anderen Werte, die die Natur schafft und die Bauern schaffen, dass die richtig vergütet werden.
Vielleicht noch ein Kommentar dazu. Wie du richtig sagst, es sind weniger Ertrag im Agroforestry-Bereich, 20%, aber da wurde ja nur der Kakaoertrag gemessen. Und es gibt natürlich Systeme, gerade Piura zum Beispiel, ist sehr viel Kakao mit Mango gemischt oder mit Zitrusfrüchten. Und wenn man dann den Ertrag der anderen Güter noch mit reinrechnet, dann kann Agroforestry, wenn man es richtig macht, auch rein ohne den Klimaertrag schon positiv abschneiden. Also ich hoffe, ihr habt noch Luft für 10 Minuten, geballte Ladung und dann vielleicht ein bisschen Überzug für Fragen. Wenn jetzt ganz, ganz brennende Fragen sind, dann stellt die bitte in den Chat, dann können wir die auch gleich mitnehmen. Ansonsten machen wir einfach weiter, ohne Gegenfrage. Sprechen wir über Klima noch ein bisschen weiter. Wir haben natürlich von Anfang an One-for-One-Trees in unser Businessmodell eingebaut und so können wir 1,9 Millionen Bäume in den Ursprungsgebieten berichten. Was es bedeutet, bedeutet im Prinzip, dass wir 1,3 Millionen Bäume schützen mit Verträgen und Abkommen mit den Bauern im stehenden Wald, also mit stehender Wald geschützt und wir zählen, wie viele Bäume dann pro Hektar stehen und das kann man extrapolieren und ausrechnen. Und 617.000 Bäume wurden tatsächlich gepflanzt in den Baumschulen. 617.000, das ist echt eine Riesenmenge. Also wenn wir uns vergleichen mit der größten Schokoladefirma der Welt, Callebaut, dann sind wir natürlich ein absoluter Zwerg, aber wir sind ein Riese, wenn es um Baumpflanzen geht. Wir haben da einen Faktor von 1.000 oder 10.000 über Callebauts Baumpflanzprogramme. Es ist also unglaublich, was die Original Beans Bauern da aus den Nurseries holen, mit welcher Disziplin da gebaut wird. Ihr seht hier die Nurseries, das ist in Piura, denke ich mal, oder? Ja, das ist Piura. Genau. Das ist also unglaubliche Menge an Arbeit und auch an Investitionen, die wir nur sehr beschränkt subventionieren. Die Bauern tragen da die meisten Kosten und wir versuchen sozusagen mit einer kleinen Unterstützung in die richtige Richtung zu helfen. Und wie sich das dann addiert, das kann man hier in dieser schnellen Übersicht von 2019 bis 2023 sehen. Das sind jährlich die Baumpflanz, also es geht jetzt hier nicht um die Baumschutz als Ganzes, sondern nur die Baumpflanzzahlen. Und dann summiert sich das bis auf 2,69 Millionen Bäume seit 2019. Also 2,5 Millionen Bäume allein in den letzten 5 Jahren durch Original Beans Bauern gepflanzt und durch Original Beans Kunden finanziert. Ja, und damit kann man natürlich CO2 binden. Das ist ein ganz wichtiges Element aus dem, was dann in den agroforstlichen Wäldern passiert. Diese Zahlen berufen sich nur auf den Carbon und das CO2 in dem Ökosystem, nicht auf den Boden. Der Boden bindet natürlich auch noch CO2, aber das messen wir nicht. Und hier haben wir es dargestellt für die Produkte. Und ich hoffe auch, dass das sozusagen logisch erscheint euch. Wir haben hier 3 Schokoladen, unten die Regenwaldmilch 42, also Esmeraldas 42, die Simply Dunkel aus Esmeraldas, die eine 62er% ist, und die Vegane aus den Esmeraldas, die ein 50er veganes Rezept ist. Und wir vergleichen sozusagen in Grau die Emissionen, die in der Lieferkette stattfinden, und in leicht Blau, also hellblau, die Sequestrierung, die Festlegung von CO2 im Ökosystem, also im Agroforst. Und dann kommt in Dunkelblau eine Netto-Klimabilanz raus. Und was so auffallend ist, ist, das habt ihr ja schon vorher in dieser Vergleich zwischen Agroforst und Monokultur gesehen, was so auffallend ist, ist, dass alle Produkte, alle Original Beans Produkte einen negativen CO2-Effekt haben oder einen, anders ausgedrückt, positiven Klimaeffekt. Also wir wollen ja CO2
verringern. Und so wollen wir da ein Minus sehen, letztendlich, nachdem man alle Emissionen für Verpackung und Transport und Produktion und so weiter, die hier positiv dargestellt sind, also die im Plus stehen, abgezogen hat. Also es ist unglaublich. Vielleicht hier nochmal als Add-on, das geht natürlich genau auf die Punkte, die wir auch schon dargelegt haben, zurück. Also warum kann so viel CO2 gebunden werden auf unseren Kakaofarmen? Das ist zum einen eben, was Philipp schon angesprochen hat, aufgrund dieser Agroforestry-Systeme, also Holzbäume, die einfach CO2 binden. Es ist aber auch sehr viel dem Bio, der Biolandwirtschaft zu verdanken. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, alte Kakaosorten, wenn man sie eben nicht völlig ausbeutet, dann tragen die auch sehr lange Früchte. Also dann wird auch der Kakaobaum selber zu einem CO2-speichernden Faktor, wenn so ein Baum auf einmal 100 Jahre alt werden kann. Und nicht wie Hybride, die man nach 15 Jahren völlig ausgelaugt abholzen muss. Und genau, all diese Kriterien zusammengenommen spiegeln sich dann in dieser Grafik wieder. Also was mir da so kommt, wenn wir jetzt hier durch diese ganzen Punkte laufen, ich kriege so ein Gefühl, aber vielleicht ist es auch, weil ich natürlich mittlerweile mit den Daten sehr bekannt bin, aber ich kriege da so ein Gefühl von Regenerativität. Also da hilft man dem Leben, dem Wald und den Gärtnern, den Bauern, die mit der Natur umgehen, um die Natur wiederherzustellen. Und dann hat man eben diesen Reichtum, der sich unter anderem darin äußert, dass die Biomasse und der Carbon einfach im System bleibt und nicht in die Atmosphäre hinaufgeschickt wird, sondern da unten in der Biosphäre bleibt. Wir haben zwei Fragen, die genau zu diesem Thema passen, die wir eigentlich gleich aufnehmen könnten. Danke. Und zwar war die erste Frage, warum der negative Impact von Kaffee so gering ist im Vergleich zu Kakao. Mhm. Und das kann ich vielleicht gleich mal beantworten, weil im Kakaobereich leider viel mehr Abholzung passiert wie im Kaffeebereich. Also Kaffee wird in Höhen angebaut, wo oft einfach schon weniger Wald vorhanden war, und Kakao geht doch weiter in die Tropen rein. Und das heißt, global gesehen ist einfach für Kaffee weniger Wald verloren gegangen. Und wenn man dann Durchschnittswerte anschaut, wird auch deutlich weniger Kaffee in Monokulturen angebaut wie Kakao. Also bei Kakao ist Monokultur, also wenn man sich hier Ecuador anschaut, ich glaube 95% ecuadorianischen Kakao ist eine Monokultur. Und bei Kaffee ist das doch noch, einfach wird oft öfter vernünftiger gemacht, würde ich mal sagen. Und da ist eine zweite Frage, nämlich die mit der Diversität, also die Frage, inwieweit andere Bäume mit dem Kakao gepflanzt werden. Und hängt ein bisschen von der Region ab, weil natürlich, was für Bäume es sind, aber der Baum, der Kakao ist ein Baum, der andere Bäume sehr, sehr gerne neben sich hat. Und dann muss man natürlich eine Abwägung treffen zwischen den ökologischen Nutzen und den ökonomischen Nutzen, also die für die Bauern kurzfristig oder langfristig eine Rolle spielen. Man muss ja zum Beispiel die ökonomische Situation von Bauern, die älter werden und nicht mehr mit ihrer täglichen Körperkraft sozusagen im Kakaowald stehen können, die wird prekärer. Weil es gibt ja keine Pensionssysteme oder irgendwas. Und dann wird der Wald zum Vorsorgesystem, und alte Edelholzbäume zum Beispiel, wie Mahagoni oder andere, die werden dann, wenn sie alt und groß sind, zu einem Pensionssparen, das in dem Kakaowald stattfinden kann. Aber vielleicht hier nochmal zu der Frage zurück. Also der Anteil der Kakaobäume ist sehr gering. Also es sind deutlich mehr Nicht-Kakaobäume, die gepflanzt werden, als Kakaobäume, weil wir eben auch, unsere Bauern selber haben ja gar nicht so viel Fläche. Das heißt, wir suchen auch immer ganz aktiv nach Partnerschaften mit Gemeindeverwaltung, Landkreisverwaltung, Universitäten, wo wir auch anderweitig aufforsten können außerhalb der Kakaowälder. Und dann sind das eben ganz viele Bäume, die mit Kakao gar nichts zu tun haben, und das auch in einer sehr hohen Diversität. Also das ist immer ein bisschen projektabhängig, was möglich ist mit den lokalen Partnern. Beim Beispiel aus Ecuador. In Ecuador haben wir letztes Jahr 52 verschiedene
Holzbäume alleine gepflanzt. Und ich glaube, wenn ich alle Arten zusammenzähle mit den Früchten und Kakao dazu, dann kommen wir fast auf 100. Also da ist eine sehr, sehr hohe Diversität vorhanden in diesen Baumschulen. Ja, jetzt haben wir noch ein Thema, nämlich Gesundheit, das wir vielleicht noch ganz kurz anreißen können, ganz einfach, weil es einfach ist, denke ich, für uns alle, die wir wissen, aus welchen Zutaten Kakao besteht, Schokolade besteht. Und es ist aber natürlich ein Thema, das den Verbrauchern, den uns als Verbrauchern wahnsinnig nahe liegt. Und so ist es schon auch immer wieder gut, daran zu erinnern, dass man mit besserem Kakao Zucker reduzieren kann, ganz einfach, weil der Kakao besser schmeckt und weil man viel mehr natürliche Aromen, vielleicht sogar auch Süße mitbekommt. Und wir haben dann ganz einfach mal dargestellt, was man isst, wenn man weiße Schokolade isst, Milchschokolade isst und dann, wo die Dunklen losgehen in Bezug auf Zucker, wobei Milchpuder auch natürlich zuckerhaltig ist, Zucker hier in Grau und Milchpuder in Gelb, dann kann man halt wirklich, und das sollte man immer wieder schon auch den Freunden, Nachbarn und Kindern darstellen, dass weiße und Milchschokoladen einfach Zucker sind. Also eigentlich weißer Zucker oder in unserem Fall dann in der Biobranche brauner Zucker. Aber dass es eigentlich um ein Zuckerprodukt geht und dass es sich wirklich lohnt, ins Kakao verkosten und auch ins Kakao konsumieren zu gehen, weil man dann einen völlig anderen Gesundheitsfaktor hat, aber auch eigentlich auch einen anderen Stimulant. Und dann letztendlich ganz am Schluss unseres Footprints ist dann noch, was wir auch zum Thema Gesundheit packen, weil Müll natürlich, gerade Streumüll in vielen Situationen echt gesundheitsschädlich ist, ist die Kompostierbarkeit all unserer Verpackungen, die zu einem ziemlich substanziellen Vermeidung von Verpackungsmüll führt. Also pro Jahr sind es ungefähr 2 Tonnen. Das ist echt ganz ordentlich, wenn man das sich sozusagen vorstellt als ein Berg Müll. Und das ist dann eigentlich unsere Geschichte, die versucht, euch also ganz praktisch, aber auch sozusagen in der Moral mitzugeben und uns gemeinsam zu inspirieren, dass wir diese Regenerativität und die gemeinsame Regeneration unserer Welt, unserer Gesundheit, unserer Traditionen und Bauerngesellschaften echt anpacken können und ganz konkret umsetzen. So, jetzt habe ich, glaube ich, noch eine Frage im Chat. Ja, vielleicht auch an alle anderen, wenn noch Fragen bestehen, gerne hier einfach im Chat schreiben, wenn es Dinge sind, die, weiß ich nicht, wo jemand denkt, es ist zu kompliziert für hier, gerne auch immer per E-Mail schreiben. Aber genau, einfach für Sie und euch alle nochmal die Einladung, die Zeit zu nutzen. Wir sind zwar schon über die Zeit, aber wir können ja gerne noch ein paar Minuten Fragen beantworten, wenn es noch Fragen gibt. Das ist ja beinahe eine abgesprochene Frage, liebe MM oder lieber MM. Gibt es eine Liste von Geschäften, wo ich euch eure Produkte von einem Ort kaufen kann? Die gibt's, aber die ist nicht publiziert aus verschiedenen Gründen. Da sind wir intern immer wieder in der Diskussion, ob wir die jetzt publizieren sollten oder nicht. Aber im Prinzip ist Origin Beans flächendeckend im Bio-Fachhandel in Deutschland zu kaufen, auch in Österreich und in der Schweiz. Außerdem in den Feinkostgeschäften und in anderen Fachgeschäften, Nahrungsmittelfachgeschäften. Und eigentlich der größte Teil unseres Geschäfts ist gemeinsam mit den besten Foodmachern. Also wir sind sehr stolz, in den guten Eissalons der Republik, in den guten Schokolaterien, bei den guten Bäckern und so weiter immer als Zutat zu sein. Und so könnt ihr einerseits die Tafel kaufen, aber eben dann auch das Eis in auch zum Teil den Supermärkten, wo wir mit Supermarkt-Brands zusammenarbeiten, Bio-Supermarkt-Brands, die unsere Schokoladen für ihre Produkte verwenden.
Dann gibt es noch eine weitere Frage. Sind Projekte geplant in Zentralamerika? El Salvador, Honduras, Belize wird da genannt. Da kann ich nur dazu sagen, wir bekommen sehr, sehr, sehr viele Anfragen von NGOs, also von Umweltschutzorganisationen, die uns gerne in ihren Projekten mit dabei haben würden, haben da aber leider mittlerweile einen Riegel davor schieben müssen, weil wir einfach sehen, dass wir mittlerweile so viele verschiedene Origins haben, dass es schon mal schwierig ist, sie zu betreuen. Und vor allem auch, man braucht ja für jede neue Origin auch wieder einen Markt. Und da sehen wir, dass sich der nicht ganz so öffnet für neue Sachen. Das heißt aktuell nicht, was ich vielleicht noch voraus oder wegnehmen kann, weil eben nach Zentralamerika gefragt wurde. Wir haben auch eine Partnerschaft in Guatemala, ein Projekt von der Kölner Umweltschutzorganisation Oro Verde, das wir seit vielen Jahren unterstützen. Und die Bohnen im Moment helfen zu verkaufen, um dieses Projekt zu unterstützen, aber eben noch keine Schokolade draus gemacht haben. Dann haben wir noch zwei Fragen. Die eine Frage ist von Sarah. Die fragt im Prinzip, wie die Daten zusammengetragen wurden, ob wir dazu zusätzliche Partner haben. Vielleicht ganz interessant, ich kriege jeden Tag ungefähr 2 oder 3 Mails, ich weiß nicht, wie es euch geht, von irgendwelchen Organisationen, die gerade uns anbieten, um Daten für uns zu sammeln und in irgendwelchen Blockchains zu verschlüsseln und so weiter. Wir arbeiten mit unseren Partnern vor Ort in erster Linie. Das ist viel Fleißarbeit und natürlich über die Zeit aufgebaut. Also wir haben keine externe Datensammlerorganisation bisher eingeschaltet, der wir das in die Hand geben. Genau, also da vielleicht, Philipp, noch dazu, also zu allen regelmäßig erhobenen Daten, wohingegen natürlich berechnete Sachen, die hier gezeigt werden, wie so eine Greenhouse Gas Balance Assessment, also die Berechnung des CO2-Fußabdrucks, das machen wir natürlich nicht selber. Dafür haben wir Spezialisten, externe, die das für uns machen. Dann haben wir noch eine Frage und zwar, und kommen weitere Schokoladen mit 100% Kakaogehalt und wodurch entscheidet sich, wie viel Prozent pro Origin verwendet wird? Das ist eine gute Frage. Wir haben im Moment die Linie gefahren, dass wir pro Origin eben eine Rezeptur erstmal machen. Deswegen ist jetzt keine weitere 100% in Planung. Und dann gibt es natürlich beim Probieren von Bohnen schon immer so die Idee, wie wäre das perfekt? Also zum Beispiel, wenn man sich eine Beanie-Bohne vor Augen führt, dann haben wir natürlich nicht von Anfang an eine 66er draus gemacht, sondern wir haben erstmal alles durchgetestet irgendwo. Wir haben gesagt, okay, die Bohne braucht Zucker, lass mal testen zwischen 65 und 75. Und dann entscheidet man einfach das, was im Panel als Bestes geschieht. Bei der 100er war es so, dass eigentlich eine 100er schon geplant war und ich gesagt hatte, wartet mal, dafür gibt es die perfekte Bohne und die muss ich erst noch organisieren, weil den Chuncho, den wir aktuell verwenden, der hat wahnsinnig wenig Bitterstoffe und deutlich mehr Fett wie alle anderen Bohnen und ist eben dafür dann nochmal prädestiniert für so eine 100%. Also, ich möchte euch herzlich danken. Es sind dann noch zwei Fragen rund um diese Präsentation. Also, die können wir sicher teilen in dieser Form oder in anderen Ausschnitten. Wir werden das weitergeben an unser Marketing-Team und die können sich dann mit euch in Verbindung setzen, wie ihr am besten sozusagen an Daten kommt, die für euch relevant sind, für euer Geschäft, für die Weiterbewerbung. Also wir sind da natürlich unglaublich dankbar, wenn es euch interessiert und wenn ihr den harten Job macht, um das weiterzutragen an den Endverbraucher und die Verbraucherin, weil letztendlich ist das der Weg. Also der Weg ist, dass wir mehr wissen und wenn wir mehr wissen und auch mehr natürlich sensorisch wissen, dann können wir diese Kurve, die da immer noch im Screen steht, dann können wir die tatsächlich bewältigen. Herzlichen Dank nochmal an euch alle, auch dass ihr jetzt noch ein paar Minuten mit dabei wart. Und wir freuen uns auf jede nächste Gelegenheit, um mit euch zusammen zu arbeiten, euch zu sehen, zu sprechen und diese Arbeit weiter fortzusetzen.
Danke, ja, ciao. Vielen Dank auch von meiner Seite. Da war noch eine allerletzte Frage, die können wir noch beantworten, wenn ich es richtig gesehen habe. Wie lange werden die Schokoladen konchiert? Das ist ganz unterschiedlich, aber irgendwo im Bereich von 8 bis 20 Stunden, wo man bei solchen Zahlen immer sehr aufpassen muss, weil es wahnsinnig viele verschiedene Methoden gibt, Schokoladen zu konchieren und es eigentlich mehr auf die Methode drauf ankommt, wie auf die pure Zahl. Also wenn man das schonend macht und dann länger, dann bekommt man genau den Geschmack, den ihr von unseren Schokoladen kennt. Vielen Dank und viele Grüße aus Ecuador. Ciao. Danke euch. Schönen Tag.